Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung eines weiteren Cortex-Spiels. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung eines weiteren Cortex-Spiels, verpackt im Harry Potter-Gewand. Gibt es natürlich auch in anderen Themen. Hier möchte ich euch eine weitere Box vorstellen. In der Vergangenheit habe ich euch auch schon welche gezeigt und letztendlich ja fast immer empfohlen. Ist eine Reihe für 2 bis 6 Personen, ab 8 Jahre, geht 15 Minuten und es erfordert durchaus Logik, das Erkennen von Zusammenhänge, also erfordert durchaus einiges an ja, Denkvermögen, an Geschicklichkeit, an Schnelligkeit. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal das Ganze an, weil hier habe ich schon mal den Stapel an Karten und die 4 Plättchen. Jeder bekommt hier 4 unterschiedliche Plättchen, denn 4 Farben. Ziel ist es natürlich, gewisse Aufgaben zu lösen und dadurch quasi dieses Hogwarts-Puzzle zusammenzusetzen. Bevor man beginnt, schaut man erst einmal auf diese speziellen Karten. Und diese Karten, die erfüllt man erst einmal. Das heißt, am besten erfüllt man sie so, dann kann man sie auch mal rumdrehen. Das heißt, die Spieler nehmen sich erst einmal alle Karten und erfüllen erst einmal mit den Fingern, was hier abgebildet ist, was den Kessel, was den Hauspokal angeht und Besen etc. Das heißt, das sind solche Fühlkarten. Diese Karten nimmt man, mischt sie dann und legt sie dann erst einmal das verdeckte Stapel zur Seite. Und dann kann auch schon das Spiel losgehen. Weil die erste Karte liegt schon mal auf und ich mache das mal ein bisschen zur Seite, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und die erste Karte wird aufgedeckt. Und die Karte zeigt auch immer die Kategorie an. Es gibt unterschiedliche Kategorien, die werde ich euch jetzt gleich nach und nach erklären, aber die Rückseite zeigt dann schon mal die einzelne Kategorie an. Das sind die Geheimgänge. Und dann wird die Karte umgedeckt und sobald jemand eine Lösung hat, legt er seine Hand drauf und nennt quasi die Lösung, die er dann hat, das fehlende Teil oder das, was gefragt ist, abhängig von der Kategorie. Und jetzt stelle ich euch die einzelnen Kategorien mal vor. Ich habe es im Stapel auch ein bisschen vorbereitet, dass ich euch die nach und nach zeigen kann. Dann wisst ihr durchaus, ob das was für euch ist, weil Aufgabe ist es natürlich, so schnell wie möglich die Lösung zu nennen. Und dadurch bekommt man die Karte und natürlich auch die jeweilige Kategorie. Man darf Karten sammeln, ganz klar, wenn man eine Karte bekommt, nimmt man sie zu sich. Aber sobald man 4 Karten bereits vor sich liegen hat, muss man eine davon ablegen. Wichtig ist nämlich, dass man 2 Karten mit derselben Rückseite, es können auch andere Rückseiten hat, dann hat, weil die gibt man dann ab und dafür nimmt man sich, da habe ich sie, so ein Teil des Hogwarts-Puzzles. Das heißt, viele Karten sammeln bringt teilweise schon was, man muss sie natürlich abgeben, ärgert andere, aber Ziel ist es natürlich auch, Karten von gleichen Kategorien zu sammeln, weil mit 2 bekomme ich so ein Puzzleteil und ihr habt ja gesehen, 4 Teile, wenn ich die 4 Teile habe, dann habe ich oder ein anderer dann das Spiel gewonnen. So, jetzt schauen wir uns das an. Geheimgänge habe ich gesagt und jetzt lege ich es natürlich auch korrekt hin, beziehungsweise zeigt das euch, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen. Der erste Bereich ist ja dieser Geheimgang. Das heißt, ihr folgt jetzt den Spuren von Harry Potter. Ihr seht ihn ja ihn und er geht ja durch diese Korridore und durch die Geheimtüre und die Frage ist, ja, wo landet er? Welchen Gegenstand hat er am Ende? Das heißt, diesen Gegenstand müsst ihr nennen. Das heißt, ihr legt die Karte ab, Hand drauf und dann nennt ihr den Gegenstand und dann wird natürlich kontrolliert, ob er richtig liegt. Meistens liege ich richtig. Naja, ab und an liege ich auch mal falsch. Dann wird die Karte abgelegt, aber für die nächste Runde bin ich erst einmal raus. Das zur Erklärung. Und jetzt schauen wir uns die anderen Karten noch an. Der zweite Bereich, Jagd nach dem goldenen Schnatz. Und ich muss wirklich sagen, bei dieser Karte bzw. bei diesen Rätseln, da habe ich am Anfang etwas länger gebraucht. Ich habe es gar nicht verstanden, was man eigentlich machen muss, weil man sieht ja auch hier die Sucher und die fliegen hintereinander. Allerdings muss man schauen, welcher Sucher liegt, beziehungsweise nicht liegt, fliegt, und man sieht es ja auf den Karten, fliegt ganz vorne. Und ihr seht ja hier die Farben und ihr müsst quasi die Farben dann zuordnen. Und ihr wisst, okay, wer ist hinter wem, wer ist vorne. Der grüne ist doppelt hinterlegt, der blaue ist natürlich auch doppelt hinterlegt. Und da müsst ihr natürlich schauen, erst einmal die Zuordnung von den einzelnen Farben, was die Reihenfolge dann angeht. Und dann wisst ihr vielleicht, wer an vorderster Stelle ist. Allerdings müsst ihr natürlich auch hier wieder die Hand drauflegen und euer Ergebnis dann nennen. Damit gehen wir über zum zweiten Bereich. Und der zweite Bereich ist, ja, man sieht es hier auf der Rückseite schon, einzigartiger Patronus. Und auch hier, ich halte es vielleicht auch hier ein bisschen in die Kamera, dann seht ihr es auch gut. Und jetzt müsst ihr natürlich genau schauen, welcher Patronus ist auf dieser Karte nur einmal zu sehen.
Ja, ich gebe euch noch ein bisschen. Die Kinder bei uns, die sind richtig schnell. Die haben schon längst die Karte Hand drauf auf der Karte und wissen sofort Bescheid. Manchmal braucht man ein bisschen länger, zu lange solltet ihr aber euch auch nicht Zeit lassen, aber das ist quasi dieser Bereich. Wir sind bei der vierten Kategorie, genau, vierte Kategorie, ich wollte schon fünfte sagen, vierte Kategorie, zauberhaftes Chaos. So, und jetzt schaut ihr euch die Karte an und zuerst einmal schaut ihr natürlich nach, welche Gegenstände bzw. welche Farbe kommt am häufigsten vor. Und habt ihr das, dann legt ihr die Hand drauf und dann müsst ihr jetzt dann nur noch im Anschluss die richtigen Gegenstände nennen, der am häufigsten vorkommenden Zauberfarbe oder ja, der Farbe, die die quasi jetzt umhüllt. Das ist quasi Kategorie 4. Fünfte Kategorie Zauberduell. Zuerst einmal schaut ihr euch mal die Zauberstäbe an, beziehungsweise hier den Stab jeweils auf der Karte. Er zeigt nämlich an, blau ist nämlich für links und rot für rechts, abhängig natürlich, in welcher Hand ihr den Zauberstab haltet. Und ich habe extra beide Karten genommen, beziehungsweise zwei Karten. Hier seht ihr auch Zauberstab blau, beziehungsweise rot, also links oder rechts. Aber der Zauber, beziehungsweise die Farbe des Zaubers zeigt dann an, ob man die Person zur linken oder zur rechten verzaubern soll. Und dann zeigt man quasi am besten mit dem Zeigefinger auf die jeweilige Person zur linken oder zur rechten Seite. Ja, das ist schon ein bisschen kniffliger. Übrigens, zu jedem Bereich gibt es dann auch nochmal ein Beispiel in der Anleitung. Die nächste Kategorie, Kategorie 6, Hogwarts-Häuser. Auch hier nochmal ein Beispiel. Einfach, also auf den ersten Blick einfach, aber ich muss mir es genauer anschauen. Ich zeige es euch aber auch. Da muss man schon ein bisschen rätseln, beziehungsweise genau drauf schauen, weil hier geht es darum: klassisch findet den Unterschied. Also in einem der drei Wappen hier auf dieser Karte. Und ja, was fehlt da? Und das müsst ihr natürlich dann auch wieder die Hand schnell auf die Karte und natürlich auch benennen, was hier fehlt. Vielleicht habt ihr es auch schon gefunden, aber das war auch schon Kategorie 6. Bei diesen Karten, da braucht man auch ein bisschen länger, weil bei magischer Kreis, da merkt man sich erst einmal die Symbole. Wenn man das öfters gespielt hat, dann hat man es ja quasi schon im Kopf verankert, weil die Rückseite, und jetzt geht es natürlich darum, was fehlt. Das heißt, ihr müsst natürlich jetzt benennen, was fehlt jetzt hier auf dieser Seite, beziehungsweise wurde hinzugefügt, und das müsst ihr natürlich auch benennen. Das war Kategorie 7. Und ihr seht schon, was hier kommt. Es geht um die Tastherausforderung. Aber wer darf denn die jetzt machen? Da hält man jetzt hier nicht die Hand drauf. Jetzt geht es darum, wer hat denn die letzte Karte gewonnen? Um diese Herausforderung zu stemmen, wenn man die dann erfüllt, die ist beidseitig gleich, dann bekommt man sofort so ein Hogwarts-Puzzleteil. Ja, die Mitspieler nehmen jetzt diese. Ihr erinnert euch an Anfang, diese Karten, wo man Dinge erfüllen muss. Und die suchen sich jetzt quasi eine für diesen Mitspieler dann oder für diese Mitspielerin dann aus. Und geben diese Karte an die Person weiter. Und die Person muss jetzt das, Augen kann ich aufmachen, aber muss jetzt erfüllen, was jetzt hier darunter ist. Ist gar nicht so einfach. Deswegen, ja, man wählt je nachdem was Einfaches aus, je nachdem mit wem man es spielt, oder was Schwieriges aus, wenn Erwachsene dran sind und die müssen das jetzt erfüllen und müssen natürlich den korrekten Gegenstand dann nennen. Das waren auch schon alle Rätselbereiche. Und damit bin ich auch schon beim Fazit. Und ich glaube, den einen oder anderen habe ich vielleicht neugierig gemacht auf dieses Spiel. Cortex, vielleicht mag der eine oder andere jetzt nicht unbedingt das Thema, was Harry Potter angeht. Es gibt da nämlich sehr viele unterschiedliche Boxen, teilweise auch nur mit der Farbe hinterlegt, sehr abstrakt gemacht, wo man eigentlich nur Cortex dann liest. Und in jeder Box stecken andere Rätselarten dann drin. Das Erfüllen, das ist meistens bei jeder Box hinterlegt, aber die Rätsel, die jetzt dort in einzelnen Boxen hinterlegt sind, die weichen teilweise schon ein bisschen voneinander ab. Aber ich finde es einfach cool gemacht. Wer natürlich großer Harry Potter ist und auch solche Rätsel, Lenk-Logik-Spiele dann mag, ich glaube, der kommt hier voll auf seine Kosten. Ich glaube, das war auch der Grund, beziehungsweise das war der Grund für mich, dass ich euch mal noch mal eine weitere Cortex-Box vorstelle, weil der eine oder andere kann ja mit diesem Cortex, übrigens mit C geschrieben, gar nichts anfangen. Gibt es, glaube ich, auch für Jüngere und für Ältere. Also schaut mal, teilweise gibt es auch Unterschiede, was die Altersangabe dann angeht. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr schaut lieber mal nach einer anderen Box, aber ansonsten diese Box, Harry Potter, ist jetzt ab 8 Jahre hinterlegt. Es geht auch recht schnell, 15 Minuten passt. Länger haben wir, ja, vielleicht mal 20, 25 Minuten. Länger spielt man aber kaum und es funktioniert genauso schon gut zu zweit wie mit mehr Personen. Also klar, da gibt man es ja dann weiter, wobei es sollte jeder natürlich Zugriff haben auf die Karte.
Zu 5, zu 6, wie gesagt, stelle ich es mir ein bisschen schwieriger vor. Meistens haben wir wirklich bis zu 4 Personen gespielt. Es sollte jeder ja einen Blick auf die Karte dann haben. Und wenn man zu 6 oder am Tisch sitzt, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann natürlich noch die Hand rechtzeitig dann draufhauen. Deswegen eher in kleiner Gruppe bis zu 4 Personen. Da kann ich es empfehlen. Optional, klar, mit mehr Personen ist es möglich. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Habt ihr es schon gespielt? Kennt ihr die Reihe überhaupt? Seid ihr jetzt vielleicht neugierig geworden auf die Reihe? Ja, und wenn es euch interessiert, schaut gerne in die unten genannten Links. Wie gesagt, dort könnt ihr Cortex-Spiele in allen möglichen Formen und Varianten ja auch bekommen. Ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns ja automatisch, wenn ihr die Links dann nutzt. Das zur Reihe Cortex Harry Potter. Vertrieb über Asmodee, diese Box. Und ja, das zu allen Infos. Jetzt sage ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.